So, hallo und herzlich willkommen hier beim fünfte Teil? Ich glaube, es war der fünfte Teil meines Let's Plays von Warcraft 2. Wir starten so gleich mit sechste Mission ist es jetzt, okay. Und zwar über das Tal von Tandol hinweg zu einem Vorposten bei Dun Algas. Lord Luthar hofft, die Orks noch weiter nach Kosmodan zurückzudrängen. Ja, mit den Orks. Sie damit dieses neu entdeckte Feldlager zu zerstören. Bei der Erfüllung ihres Auftrages können sie nun Ritter einsetzen, die es nicht mehr erwarten können, gegen die Horde ins Feld zu ziehen. Geil, geil, geil. Ritter waren schon immer meine absoluten Lieblingseinheiten. Eigentlich Paladine. Aber macht ja nichts. Und manche behaupten hier, ganz leichtfertig, ich hätte ja schon vor Beginn der Aufnahme hier ein bisschen rumknuspern können. Was natürlich blanker Unfug ist. Das geht nicht. So. Wir starten aber so gleich durch. Schorschis. So. Das Wichtigste zuerst. Lala. Wir sind hier aber auch ganz schön schnell vom Kartenscroll-Verhalten her. Ja, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das geht so. Die letzten Videos hatte ich da immer ein paar Probleme. So. Aha. Der erste Plebejer steht auf der Matte. Eure Majestät, mir eine Idee. Jawohl, der ist auch so richtig schön schnell. Lord, warum auch nicht? Da brauchen wir ein bisschen mehr Gold. Ich sehe schon, ich sehe schon. Komm, komm, komm. Brauche hier ein bisschen Zug auf der Wirtschaft. Und ihr Hanseln geht jetzt hier mal ein bisschen erforschen hier. Toll, toll. Ja, ja, schon gut, Herr Blümchen hier. Erstmal keine größeren Gegnerhorden. Das kommt mir natürlich meinen Expansionsbestimmungen sehr entgegen. Oh, da geht's schon los. Bam, Euder, aufs Mobil. Okay. Ritter verloren, aber viele, viele gegnerische Einheiten bereits aufgerieben. So mag ich das. So mag ich das gerne. Ich sehe schon aber, diese Goldmine, die wird uns für den Anfang gerade so genügen. Aber wir werden weitere brauchen. Wir sind ja ganz üble Kapitalisten. Also ich zumindest. Ich als übler Kapitalist bin natürlich auch BWL-Student, ne? Und neulich, da kam Mutter aus der Boutique und hat mir und Vater wegen der Hitze kurzärmelige Hemden mitgebracht. Was haben wir herzlich gelacht? Ich bin doch kein Busfahrer. Wer es nicht erkannt hat, das war BWL Justus. Eine meiner Lieblingskunstfiguren habe ich erst entdeckt. Wunderbar. Einfach mal bei YouTube BWL Justus eingeben. Das ist... Was, was, was? Wo? Und wenn ja, wie viele? Und wenn nicht, warum? Los, du, du Lurch. Ja, super. Das war jetzt natürlich... okay. Der war eh schon ein bisschen angeschlagen, habe ich das Gefühl. Was, was, was? Wo? Schon wieder? Wo denn? Ui! Aufs Maul! Puh! Na, wer hätte damit rechnen können, dass die uns angreifen? Ich sollte mich ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren.
Nicht so viel auf den BWL, Justus, hm? Milord? Warum auch nicht? Ja, ach komm. Milord, alles klar. Was soll da ja jetzt? Jetzt gib mal hier Gas, komm. Eure Eminenz? Eminenz. Ja, ich finde das schön, wenn ich hier mit so respektvollen Titeln von Pixelhäufen angeredet werde. Ja, finde ich total geil. Da geht mein Ego through the ceiling. Gas geben hier, Gold abbauen. Ah nee, nicht schon wieder jetzt. Dolorich, bleib stehen, bleib. Was soll ich tun? Jetzt hau ihm ins Gesicht. Was? Oh no! Ja, und ihr? Okay, ich sehe, ich muss an der Heimatfront hier ein bisschen mehr Achtsamkeit an den Tag legen. Sonst geht das hier mal gar ans Übel nach hinten los. Jetzt hatte ich schon gedacht, ihr hättet mir hier das Sägewerk weggerissen, aber das steht ja hier. Insofern, ja, ich will jetzt nicht sagen, kein Problem, aber... Komm. Immer schön. Aha. Was ist denn da los, Leute? Also ich merke schon, wie es ein wenig fordernder wird hier gerade. Interessant. So, zu wenig Gold. Noch mehr Gold brauchen wir. Immer mehr Gold. Komm. Jetzt dürft ihr hier ein wenig patrouillieren. Und ihr hier unten. Hm? Wie wäre denn das? So, zack. Als ob das ein Schaf wäre. Entschuldigung, das ist ein ausgewachsenes Wildschwein. Aber gut, ich will ja nicht klugscheißern. Eigentlich schon. Sie wünschen? Sofort, ja, Milord. Zu wenig Nahrung. Ach komm. Ja, Milord, ja, Milord. Shoshi. Bauhof. Sie greifen uns an! Jetzt aber, Freunde. Liebe Freund und Kupfersteher. Sie greifen uns an! Warum auch nicht? Alles klar. Ja, Milord. Nichts wie weg. Warum ja, Milord? Okay, ich sehe schon. Ich brauche jetzt mindestens zwei von diesen Arbeitern hier. Und einen davon werde ich Gold schürfen lassen. Was soll ich tun? Und den anderen hier Wachtürme errichten. So. Liebe Freund und Kupfersteher. Was soll ich tun? Passt dann nicht drauf. Okay, ich sehe schon. So. Alles klar. Ja? Okay. Ja, sofort. Was kostet denn das? Das werden wir uns bald leisten, sobald wir genug Gold haben. Das hast du fein gemacht, ganz ehrlich. Ja, Milord. Das jetzt mal hier hinstellen. Zu wenig Nahrung. Ich pack's nicht. Warum auch nicht? Eure Eminenz zu befehlen. Ja, fort.
erledigt. Was soll das? Ja, Milord. Alles klar. Ja. Was soll ich tun? Nichts wie weg. Nichts wie weg. Eure Eminenz. Ah ja, und hier könnten wir vielleicht auch noch einen Wachturm draus machen. Mein Herr Schaffi, ja, ja. Und dich opfern wir jetzt hier einfach mal für ja. Die, ne, die Dingenskirchen hier. Oh. Doch nicht opfern, doch nicht opfern. Hab's mir anders überlegt. Nein. Und trivialerweise und Mathbite, ich grüße dich. So, ich habe jetzt ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gerade nicht auf den Chat aufgepasst. Oh Gott, und ich habe ja dich. Oi, 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 oi. Große Kacke. Jetzt Leute. Ja, und ich ziehe auch die arbeitende Bevölkerung hier zum zur Heimatverteidigung heran. Da scheiß ich mich gar nix. Hallo. Ja, hallo. Oh, diese Orks, ich muss sagen, allmählich gehen die mir ziemlich auf die Nüsse. So, Freunde. Was mit dir? Arbeiten. Schneller arbeiten. Immer noch zu viel. Ah, jetzt allmählich nimmt die Produktion an Fahrt auf. Jetzt können wir uns hier auch ein bisschen... Das Rathaus upgraden. Läuft! Und trivialerweise, ja, so ist es auch. Hammer, geiles Spiel. Finde ich wundervoll. Ich bin wieder ein kleines Kind. Ich sag's immer wieder. Uiuiui, wir haben ja richtig viele Leute hier. Worst Coke Freak, jetzt Worst Coke Freak und Orts Ozor STVO oder so oder Orzorstvo und natürlich der gute alte Mathbite. Ich bin begeistert, dass ich da jetzt in so kurzer Zeit so viele Leute bereits im Channel habe. Ja, wundervoll. Ich bin ja eher ein kleiner Streamer. Ne? Ich muss ja ein bisschen. Elfenranger. Ich will einen Elfenranger. Das lasse ich mir auch ein bisschen was kosten. Ich weiß nicht mehr genau, was die konnten. Aber die sind bestimmt... die sind bestimmt der heiße Scheiß, ne? So, und dich krall ich mir. Du bist mein neuer Turm, Wutzi. Alles klar? Gut. Komm, nimm mal weiter hier. Hier sind wir ja noch nie angegriffen worden. Ich weiß noch nicht, ob ich hier die Verteidigung deshalb ein bisschen brach liegen lassen sollte. Oder ob das eine Schwachstelle wäre. Ah, so viele Entscheidungen. Und jetzt machen wir ja auch noch eine Schmiede, wo wir schon dabei sind. Wo machen wir das denn? Was kann ich tun? So. Ich glaube, wir haben genug Arbeit, oder? Oho. Kampfkraft plus 3, das ist natürlich schon geil. Was kann man hier? Sicht plus 9! Fett, Alter. Jo, jetzt haben wir hier Elfenranger. Elfenranger finde ich schon ein bisschen cool. Muss ich gestehen, aber wir dürfen den armen, normalen, hart arbeitenden Soldaten hier ja nicht vernachlässigen. Und. Was soll ich tun? Da wegen ist die Nudel ein Ganztag. Ne? Ihr sagt's mir bitte, wenn irgendwas mit dem Pegeln nicht stimmt hier. Oder mit dem Chat. Funktioniert der Chat hier überhaupt, wie er soll? Und trivialerweise, ja, ich weiß nicht, es ist alles irgendwie so ein bisschen verschachtelter geworden, ne? Milord? Es ist einfach,
Ja, das, wie will man es beschreiben? Das ist einfach alles irgendwie nicht so ganz das Gleiche, ne? Zu wenig Nahrung. Wir brauchen wieder Höfe. Halt! Da schnapp ich mir doch gleich Sie greifen uns euch. An. Warum auch nicht? Was? Wo? Jo! Verteidigung steht. Ja, ja, Milord. Geil. Ja, Milord. So. Und ja. Ihr hier. Du gibst mal dein Gold zurück hier. So, und du? Ja. Natürlich hier der heiße Short-Cut. Okay. Und du gleich mal daneben. Na. Schildstärke erhöhen. Und hier oben, komm. Ich glaube, wir fällen hier jetzt nicht weiter da, das Holz, sondern hier in der Ecke erstmal. Da haben wir zusätzlichen Bauraum, ohne hier unsere natürliche Verteidigung aufzugeben. Ja, lauf doch. Alles klar. Mehr Gold, ich will mehr Gold haben. Oh, fuck. Ich glaube, da habe ich mich jetzt fast ein bisschen verzettelt hier. Hm? Okay. Sofort. Also, Kräfte sammeln, neue Goldmine erobern. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier speichere. Mission 6. Halt, nicht überschreiben. Nein. Mission 6-1. So. Ich hoffe, dass der Turm ein wenig etwas aushält. Und wir ziehen jetzt los. Wie Sie wünschen. Und hauen hier irgendwem aufs Maul. Es wird eng, es wird eng. Sofort. Wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen. Mm-hmm. Wie Sie wünschen. Ja, was soll ich tun? Aha, eine Landbrücke. Ja, Milord. Oder? So, Freunde. Wie Sie wünschen. Liebe Freund und Kupfersteher. Ja. Was ist hier los? Wie Sie wünschen. Sofort. Ja, so, jetzt habt ihr einen Dreck im Schächterle. Los. Alles klar. Lalalala. Warum auch nicht? Bäbäbä. Jo, ihr fällt einfach mal ein bisschen Holz hier. Komm, alles gib Gas. Klar. Na, das dürfte doch erstmal hier ausreichen als Verteidigung, oder? So, Schorsch. Dich kann ich ja gar nicht brauchen. So, gibt lecker Schafsteak. Oh, Schafsteak, hardcore geil. Na, und ihr helft mit. Ihr niederen Arbeiter! Wir haben hier soeben die größte Demokratie der Welt geschaffen! Ihr niederen Untertanen! Jawohl. Nun? Was ist. Komm. Was soll das? Ey Mann, mache den! Ich will Rathaus bauen! Du Hurensohn! Okay, ja, Milord. So. Gold läuft. Ich zu Diensten, sofort. Zu Diensten. Soll ich mir jetzt mal so einen Ritter bauen? Ja. Ich weiß ja nicht, ob so Ritter hier überhaupt. Ach, scheiß drauf, komm. Und ihr? Was soll ich tun? Ihr Wuselmänner? Ja, du hörst mal auf hier mit Holzhacken. Das ist nämlich eine wunderbare Verteidigungslinie. Komm, komm, komm. Du tust auch Gold abbauen. Überhaupt im Sägewerk Elfenranger auszubilden, finde ich ein wenig abenteuerlich. Ah, was heißt drum? Was kann ich tun? Ach ja, wir haben ja hier noch Einheiten, guck mal.
guckt sich das einer an. Euch hätte ich fast vergessen. Ihr tapferen Recken. Uiuiuiui. Da gibt's ja gleich tierisch aufs Maul hier. Ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass hier schon einige schwer verwundete Typen rumgestanden sind, war das gar nicht so vorkommend. Komm, 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 komm. Aufs Mobbel! Und dir auch. Dir auch aufs Mobbel. Und jetzt Retour! Zurück, 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 zurück. Nichts wie weg. Ja, nichts wie weg. Ach komm, du musst geopfert werden. So. Oh, was ist mit euch los? Tut was für euer Geld. Na gut, ihr seid Leibeigene, aber pst. So, ich hoffe bloß, dass die nicht auf die Idee kommen, hier mal so stumpf zu machen. Und du? Du sagst einfach, nee. Mach ich hier nichts mehr. Hm? So geht's ja auch nicht, ne? So geht's ja auch nicht. Erstmal hier ordentlich alles ausbeuten. Zack. Ach nee, kein weiteres Rathaus. Was wollen wir denn? Wir wollen einen Hafen, oder? Wenn's schon mal die Möglichkeit gibt, hier so schön einen Hafen zu bauen, dann machen wir das doch. Läuft. Ich bin ja geradezu begeistert. Komm. Was soll ich tun? Du? Das kann ich dir genau sagen. Du stellst dich mal hier hin und schießt jedem ins Gesicht, der meint, hier ankommen zu können. Was kann ich tun? Eure Hoheit. Der haut gerade ja schon ziemlich rein. Sie wünschen? Ich wünsche hier ein richtig fett befestigtes Rathaus. Das wünsche ich. Rumpelpumpel, tralala. So. Und das lasse ich genau diesen Typen jetzt mal machen. Das ist mein heldenhafter Wutzi. Alles klar. Nichts wie weg. Komm, schaut ihr mal dahin. Nichts wie weg. Vielleicht kann man da ein Rathaus errichten. Jawohl. Das ist natürlich gefundenes Fressen hier. So, zurück. Das war jetzt schon ein bisschen weit ein Glück, ne? Okay. Ich sehe, auf was das hinausläuft. Geht jetzt nämlich hier in die Goldmine. Und hier werde ich jetzt einen Todeskanal errichten. Zu Diensten. Weil wenn die dann meine Arbeiter verfolgen, dann gibt's richtig dicke Megge vom Egge. Und hier können wir Captain. So, Captain, komm mal hier. Sie greifen uns an! Rumpeldebump. Oh, fuck. Oh, großer Fuck. Riesengroßer Fuck. Sie greifen die Stadt an! Captain, Sie greifen uns an! Was soll ich tun? Ja. Riesen!
ein großer Fuck. Kommt, 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 Leute. Große Verteidigung. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Okay. Freunde. Haut ihnen ins Gesicht. Was ist mit euch los? Ihr Luschen. Ihr Luschen. Schneller, schneller. Tut was. Tu was. Tu was. Tu was. Was soll ich tun? Uiuiuiuiui. Sofort! Ja, warum auch nicht? Was soll ich tun? Okay. Okay. Ich kriech hier noch die Frecke, echt. Gold zurück. Oh. Was kann ich tun? Eure Hoheit für die Allianz zu befehlen. Was soll ich tun? Zu Diensten. Ah, es ist schon ein bisschen schlau gemacht, dass der Öltanker selber kein Öl kostet. Ja, nun? Zurück hier, ne? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ah, Öltanker. Der Öltanker eignet sich ja auch immer hervorragend zum Scouten, behaupte ich jetzt. Stets zu dir. Sofort, sofort. Segel setzen? Hm. Wo ist Öl? Donde me el Oil? Nini. Ja, super, jetzt gibt's hier gar kein Öl. Ja, ganz große Kacke hier. Einheit voll für den Arsch gebaut, oder? Oh, hier gibt's auch noch so eine Landbrücke. Sie greifen uns an! Ja, ja. Wie Sie wünschen. Wie Sie wünschen. Ja, was verraten, das ist mir wurscht. Voll, Captain! Schon unterwegs! Oh, Sir! Sie greifen uns an! Schon unterwegs! Voll, Sir! Schon unterwegs! Voll, Captain! Voll, Sir! Schon unterwegs! Ja, du läufst mir geradewegs in die Arme hier. Okay. Also, again what learned. Hier. Vielleicht. Ja? Oder hier Hafen bauen vielleicht. Bauen war doch hier mal Hafen. Ja, es geht auch ohne Artikel oder unbestimmten Artikel. Ja, ja. Für die Allianz. Hey, Captain. Segel setzen. Okay. Ja, schieß doch zurück, du. Du Homo-Fürst. So, ich würde behaupten, ihr zwei habt euch rentiert. Das ist gut. Und hier bauen wir auch noch einen Hafen. Das ist auch gut. Ihre Order? Eine Order? Ist, wir bauen jetzt ganz, ganz viele Einheiten und hauen damit ganz, ganz vielen Leuten eine aufs Maul. Ja, Milord. Eure Eminenz? Was soll ich tun? Erledigt. Ist hier noch eine Landbrücke? Oh Gott, noch eine Landbrücke.
Das ist ja zum Schießen. Komm, Öltanker. Na toll. Warum auch nicht? Dann geh du mal ein bisschen scouten. Jo, ho, 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 Piraten. Gibt's hier jetzt gar kein Öl? Ja, ja. Schon recht. Das, wenn ich vorher gewusst hätte, die verarschen mich nur. Es gibt hier gar kein Öl. Alles nur Verarsche. Sie greifen uns an! Oh. Für die Allianz. Nichts wie weg. Ja? Ja. Aber hier, das läuft doch schon mal. Das ist gut. Was soll ich tun? Stets zu Diensten. Sofort. Zu Befehl. Nichts wie weg. Für die Allianz. Was kann ich tun? Für die Allianz. Na, guck mal hier. Na, guck mal da. Dann machen wir hier mal wenigstens ein bisschen Stunk. Eure Hoheit. Zu Befehl. Haben wir. Oh, oh, oh. Und hier? Ihr tut es einfach nichts mehr, oder was? Was soll ich tun? Warum auch nicht? Eure Hoheit. Nichts wie weg. Ja. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Ihr Befehl? Ja. Was machst du denn da? Komm, du solltest doch hier eigentlich einen Turm bauen, oder? Das kann ich tun. Mein Zuschauer. Du solltest ja auch einen Turm bauen. Das ist fein von dir. Ja. Und noch eine zweite Kaserne. Warum auch nicht? Eure Hoheit? Was kann ich für die Allianz? Und ihr steht jetzt einfach hier so rum, oder was? Das kann ja wohl nicht angehen. Okay. Okay? Okay. Warum auch nicht? Leuchten los. Oh, nur noch 12.000 Gold. Zweite Kaserne fertig. Sehr schön. Ja, Milo, ist klar. Warum auch nicht? Hallo! Ihr wünscht für die Allianz. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel Elfenranger ausgebildet. Erledigt. Was soll ich tun? Milord, warum auch nicht? Ja, du Beppi. Ja, Milord. Sie greifen uns an! Wo? Oh. Ich mach mal, warum? Ah ja, hier. Was soll ich tun? Liebe Freund und gut verstehe. Nichts wie weg. Jetzt kriegt ihr aber Kontra.
Ritter. Ritter. Sind die so viel stärker? Nichts, Liebeck. Was soll ich tun? Sie greifen uns an! Sie greifen uns an! Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ich glaube, es gibt hier mal Ritteroffensive. Ja, Milord. Ja, Milord. Ihre Order? Zu euren Diensten, Milord. Alles klar, Milord. Alles klar. Sie greifen uns an! Ach, die gehen wieder. Hm. Wenn die wieder gehen, dann bleiben wir doch auch hier. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Schon unterwegs. Ist was? Ist mir eine Ehre. Schon unterwegs für den König. Komm, komm, komm. Dann machen wir hier jetzt mal ein bisschen Stunk. In eurem Namen. In eurem Namen. In eurem Namen. Sie greifen uns an! Und jetzt hier mal Kaserne weg. Sie greifen uns an! Ja, ja. Komm, haut drauf! In eurem Namen, in eurem Namen. Schon unterwegs. Wo ist hier die Kaserne? Sie greifen die Stadt an! Ja, wo denn? Oh, bitte. Sie greifen uns an! Für die Allianz zu befehlen. Milord? Ja, Milord. Nichts wie weg. Oh, nichts wie weg. Schon unterwegs. Captain! Segel setzen? Muss ich jetzt schon wieder ausbilden? Okay, jetzt gibt's dicke Ritteroffensive. Ja, Milona, alles klar. Ja, Eure Majestät. Wir brauchen eine neue Goldquelle. Ganz dringend. Zu euren Diensten, Milor, euren Diensten, Milor. Schon unterwegs. Ja, sofort! Sofort! Ja, Milord! Sofort! Sie greifen uns an! Ja, Milord!
Ihr Schweinebären. Ist mir eine Ehre. Was soll da, warum auch nicht? Alles klar. Hallo, erledigt. Warum auch nicht? Was soll das, ey? Erledigt. Oh. Ja, Milord. Alles klar. Jetzt? Jetzt brauchen wir einiges an Balliste. Sie greifen uns an! Wo denn, wo denn, wo denn? Schon unterwegs für den König. Schon unterwegs. Für den König. Schon unterwegs. Gleich mal Kräfte nachführen und dann dürfte das hoffentlich hier wohl erstmal die Kasernen weggerissen. Das ist jetzt schon mal ein taktischer Vorteil. Ja, das ist nichts, das ist nichts. Komm, 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 Rückzug. So und aufs Maul. Hier gibt's wohl auch leider keine. Hä? Hast du dich etwa schon geklopft? Nee, oder? Was soll ich tun? Es wird jetzt ganz schön eng hier mit dem Geld. Aber es hilft alles nichts. Was soll das? Schon unterwegs. Hallo! Warum auch nicht? Was soll das? Für den König ist mir eine Ehre. Oh. War das früher auch schon immer so spannend? Schon unterwegs ist mir eine Ehre. Jetzt rennen die Ritter natürlich los wie die Wilden. Schon unterwegs. Und lassen das Katapult da alleine stehen. Beziehungsweise die Ballista. Milord? Ja, Milord. Immer schön Holz fällen, ja. Schon und. Komma, wa? So. Ne, da bilde ich mir jetzt lieber noch ein paar Soldaten aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier furchtbar, furchtbar schief gehen wird. Deshalb speichere ich hier gleich nochmal. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ihr macht jetzt hier einfach mal
Macht jetzt hier einfach mal stunk, hätte ich gesagt. Für den während du den Wachturm auseinander nimmst. Das war jetzt gar nichts. Ne? Oh nein! Ich glaube, ich habe es verbockt. Ich glaube, ich habe es ganz dicke verbockt. Sie greifen uns an! Oh, oh, oh. Was machen wir jetzt? Ich lade mal nochmal. Halt nicht speichern. Hier hatten wir noch eine zweite Ballista. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ah, und ich habe so viel für Häfen und Öltanker ausgegeben. Das hätte ich mir gleich zu Beginn sparen können eigentlich. So. Ja. Jetzt liegt's an euch. Na, das sah doch schon mal gar nicht so schlecht aus wie vorher noch. In eurem Namen. Ja. Ja, was ist jetzt da los? Jetzt. Eine geschlossene Reihe Fernkämpfer. Ich glaube, es wird schon ein bisschen gegenrepariert, aber ja, wird's auch. Das wird nicht genügen. Hoffe ich. Bitte, bitte. Ich hab doch sonst kein Geld mehr. Da speichere ich jetzt gleich nochmal, weil jetzt ist es gerade so ein Tanz auf whatsoever. Ihr verlegt eure Kampflinie jetzt einfach eins weiter nach oben. Und dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Nichts wie weg. Zu Befehl. Was ist denn Stellung halten? Nichts wie weg. Was soll das? Für den König. Für den König.
Ja, das war jetzt nichts. Ihre Order sofort. Das war jetzt tendenziell eher sofort. Kacke. Eure Majestät. Ihr Befehl sofort. Ihr Befehl. Wie Sie wünschen. Steht zu dir, ja, Milord. Was soll ich da mir eine Ehre? Eure Hoheit für die Allianz. Herrscher. Gebietest mir eine Ehre. Eure Majestät, euren Namen ist mir eine Ehre. Was darf mir eine Ehre? Ihre Order sofort! Ihre Order sofort! Ihre Order? Ja, Milord! Was soll das? Schon und eure Majestät, euren Namen, den Kühl. Was soll das? Eure Herrscher! Mein Herrscher, für die Allianz, was darf ich euren Namen? Das ist doch schon mal gut hier. Ja. Ja, Milord. Eure Eminenz für die Allianz. Nichts wie weg. Was ist denn das? Ein Ogermastpferch. Schon unterwegs. In euren Namen. Ja. Brauche Gold. Ihr nichts wie weg zu Befehl. Für die Allianz. Nichts wie weg. Und gleich nochmal speichern. Oh, oh, oh. Läuft gerade so gut. Für die Allianz. Geht tatsächlich gerade so raus. Wird fallen. Sehr schön. Was soll das? Ist mir eine Ehre. In eurem Namen. Für den Führer. Für den Kühn eurem Namen schon unterwegs. Sie greifen uns an! Oh, sehr geil. Oh, mein Chat funktioniert gerade nicht, sehe ich. Test, funktioniert das? Wird das eingeblendet? Na, ich hoffe doch. Moment. Hier. Jo. Nichts wie weg.
So, und der Rest. Hier muss doch noch irgendwo ein Schlawiner sein, der sich vor meinen rachsüchtigen Horden verbirgt. Ah, hier oben. Wo sind die Ballista? Ja? Ja, Milord, ja, Milord. Sie greifen an, ja, Milord. Also, in dieser Mission haben wir mit der Brechstange erfahren, wie wichtig so Ballista sein können. Schon brennt die Hütte. Und jetzt dürft's auch endlich rum sein. Hoffe ich doch. Na, nu? Glückwunsch, Sie sind siegreich. Speichern, Mission 7. Sieg, Rang Sergeant. 33.444 Punkte. Ich bin begeistert. Also, wir hatten weniger Einheiten, mehr Gebäude, mehr Gold, mehr Holz, kein Öl, die anderen auch nicht. Deutlich mehr Tötung und überhaupt ganz viel Zerstörung. Vorausgeschickte Späher haben Grimbatol gefunden, wo sich die meisten Raffineriebetriebe der Horde in Kosmodan befinden. In der Hoffnung, der Horde nun einen entscheidenden Schlag zu versetzen, hat Lord Lothar sie zum Eindringen in Grimbatol beauftragt. Bereiten Sie den dortigen Aktivitäten der Orks ein Ende. Lothar glaubt, dass die Orks nach Zerstörung von Grimbatol keine weitere Verwendung haben. Ganz viel zu stark werden wir sehen. Auf das Festland von Azeroth zurückziehen werden. Ein Sieg bei Grimbatol dürfte die Horde vorerst in die Defensive drängen. Ah, das hört sich doch heroisch an. 5 Ölraffinerien zerstören. Und wie das dann aussieht, ob wir da auch wieder so siegreich aus der Sache hervorgehen werden oder, das alles seht ihr im nächsten Teil vom Let's Play von Warcraft 2. Bis dahin, ciao, euer Avantgardist.